Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Wir haben uns ein bisschen wieder Knochenrüstung gemacht. Jetzt ziehen wir wieder an. Und sind hier ja noch immer in der Höhle unterwegs. Wo komischerweise viele Steine geflogen sind. Da sind ein paar Babys. Das sieht mir aus, als wäre ich hier gleich ein Monster zugegen, ein Mutant. Größerer. Na, doch nicht. Sind eher die. Ja, wo ist der? Warum leuchtet es auf einmal so rot? Wird Blut verströmt? Wie, ich bin Blut verströmt? Kommt noch ein Baby. Digga, hör auf mich drauf zu schlagen. Der Wichser. Jo. Okay, wir machen uns noch mal ein kleines Feuerchen. Kriegen wir noch mal. Bisschen Knochen. Hängen auch noch mal ein paar. Was kann ich gegen Blutverströmtheit machen? Inhaltsverzeichnis, Statistiken. Finde Aloe Vera, um dich zu heilen. So. Okay, 101 Tage überlebt. Momentaner Zustand gut. Aber wir müssen auch so noch was essen. Und wieder das hier nehmen. Dann machen wir wieder ein paar Knochenrüstungen. Oh, hier haben wir wieder Geld und noch eine Uhr. Und auch noch eine. Noch eine Uhr können wir nicht tragen. So, dann wo haben wir die Uhren? Da. Eins. Und ich will die Uhr. Hallo, ich will die Uhr. So. Wir brauchen dann noch Klebeband. 1, 2, 3, 4. Alkohol haben wir nur 3. Brauchen wir noch Münzen. 1, 2, 3, 4. Und Sprengstoff. Platin brauchen wir. 1, 2, 3, 4. Ah. Dafür haben wir nicht genug Alkohol gehabt. So, hier können wir uns eben ganz kurz waschen.
Jetzt noch einmal hier gucken im Inhaltsverzeichnis. Okay. Oh, wieder Geld. Ja, aber die kamen gerade von hier irgendwo. Oder? Nein. Von da hinten kamen wir. So, wenn wir auf die Map mal schauen. Das ist ein Weg, den wir noch gar nicht kennen. Aber wohin geht's da lang? Ah, da führt zu einem anderen Ausgang. Okay. Und wir gehen hier trotzdem mal entlang. Und schauen, wo der uns wirklich hinführt. Noch ein paar Babys. Denn nur einer. Ein Kantenbaby. Jo, wo geht's denn hier entlang? Kennen wir noch gar nicht hier den Ort, den Weg. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor. Mir nicht bekannt vor, habe ich es auch gerade noch gesagt. Wir waren hier schon mal. Also, das kommt mir definitiv bekannt vor. Wir waren hier schon mal. Ja, hier waren wir schon mal. Diese Fledermäuse. Ja, wir waren hier schon mal. Das heißt, wir müssen wieder den ganzen Weg runter. Ja. So, durstig sind wir auch schon wieder. Das heißt, wir müssen die Pille auf einmal ist. Taschenlampe fast leer. Können wir da gucken, kontrollieren. Batterie ist 4%. Oh. Wie viele Batterien haben wir noch? 11. So ist besser.
Entschuldigung. Jo, das ganze Licht da hinten. Hier gab es sonst gar nichts mehr. Ja, das ist ein blutiger Tisch. Blutiges Tisch. Das heißt, wir müssen hier runter. Oh, die Fische. To-Do-Liste aktualisiert. Was wurde denn aktualisiert? Da sind wieder Knochen. So, was wurde denn aktualisiert? Bin ein Weg in die Felswände, um heraufzuklettern. Das sind drei Stück. Wir nehmen wieder das. Und das hier. Ihr werdet brennen. Wen haben wir? Hä? Was ist mit denen? Wir machen mal wieder das hier und das. Ja. Klar. Wärmen wir uns ein bisschen auf. Was ist mit denen? Wir nehmen das. Sobald die wieder herkommen. Egal. Den haben wir gekillt. Wo ist der letzte? Oh, kann doch nicht sein. Den haben wir auch. Wir gehen wieder hier drauf. Und wieder auf die Axt. Und wir bauen uns eben noch mal ein kleines Feuerchen.
Ja, hier was Großes. Und es gefällt mir gerade gar nicht, dass ich jetzt was Großes höre. Ja. Ja, wieder Hunger. Wir müssen uns auch wieder zwei davon anziehen. Aber wir müssen uns gleich auf Muschiklausen gegenstellen. So. Warte mal, die ablegen. Wir sind aber noch ganz schön weit weg zu sein. Der hier brennt gar nicht. Die Knochen haben wir schon wieder voll. Jetzt haben wir davon noch 20. Ich habe schon ein bisschen Schiss, gegen Muschiklaus da anzutreten. Wann ist der hier? Ich wollte schon sagen, wann ist der hier endlich fertig? So, noch ein bisschen Rüstung anfertigen. So, Stoff werden wir aber bald wieder brauchen. Oder wir tun es uns an. Direkte Konfrontation. Komm her. Ja. Wir haben sie gekillt. Wir haben sie gekillt. Aber jetzt ist die Frage, wo sind wir? So, erstmal wieder das hier. Hä? Nein, nicht kombinieren. Und den hier wieder. Ah, nicht Baumenü. Hier. Karte. Hallo. In der Höhle. Oh, Stöcker. Stöcker sind gut. Mal wieder voll. Hier gibt es bestimmt wieder Pfeile. Ja. Dinger haben wir schon voll. Die aber noch nicht. Hier war schon eine, okay.
Aber sieht so aus, als wären wir hier noch gar nicht gewesen. Hängen hier noch welche? Nö. Da oben vielleicht noch was? Boah, diese Typen, die sind schon widerlich. Diese Ureinwohner. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Hier steht, dass hier irgendwo noch ein Geheimgang ist. Oder ist es das da? Zählt das da als Geheimgang? Jo. Ich glaube, das ist die Abgrenzung. Diese Höhle. Okay. The Dark-Haired Man. Ach so. Ich dachte, du bist eine Fledermaus. Ah, von hier kam er. Neue Klamotten. Was gibt's denn dahinter? Beziehungsweise. Wir gehen zuerst hier hin. To-Do-Liste. Hat sich aktualisiert. Warte, wir gehen lieber nochmal hoch. Gucken uns die To-Do-Liste an. So, hier, was steht denn da jetzt Neues? Finde Timmy. Finde einen Weg, die Felswände raufzuklettern. Finde einen Weg in den Kessel. Finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Erkunde hängende Höhle. Erkunde feuchte Höhle. Erforsche die hängende Höhle weiter. Erkunde Unterwasserhöhle. Erkunde Höhle der Anwälte. Erkunde Wasserfallhöhle. Die Wasserfallhöhle haben wir noch nicht. Und die feuchte Höhle haben wir noch nicht. Ups. Da liegt das tote Baby. Ah, okay. Hier müssen wir ausrüsten. Jo. Ein Tinnitus. Ah, oh, super. Nochmal der Ganze. Mit den und den.
Jo, die Batterien sind gleich wieder leer. Aber wo sind wir denn da? Das führt in eine andere Höhle. Ah, noch mehr Mutanten. Und so, hier nicht Zombies, sondern... Ich habe zwei Mutanten gehört. Zwei große. Also einmal hier Armsi, also der mit den vier oder sechs Armen. Und einmal Thrombosen-Jonas. Und gegen beide komme ich noch nicht an. Das heißt, wir gehen nochmal hoch. Dann gehen wir mal hier lang. Schauen, was hier gibt's. Noch eine Kassette. Okay. Noch ein Passagier gefunden. Welchen Passagier? Achso, der. Snack und Alkohol gesammelt. Sonst gibt es hier gar nichts mehr. Also den Weg da. Nee, ich wollte hier drauf gehen. Irgendwas ist neu hier hinzugefügt worden. So, Notizen. Das und das kennen wir ja schon. The dark-haired person who is trying to harm you will soon disappear from your life and you will be extremely happy. Your lucky numbers. 96, 40, 99, 80, 86, 44. Interessant. So. Wie voll ist jetzt die Taschenlampe? 8%. So, da geht's weiter. Mal aufpassen, sonst fällt man hier wieder runter in den Tod.
Dann mal gucken, wo wir ankommen. Der war ganz schön weit hoch. Ah, okay, hier geht's wieder raus. Erstmal ein Snack und was trinken. Jetzt leer. Karte gucken, wo wir sind. Keine Ahnung, wo wir sind. Aber das sieht ein bisschen so nach Ausgang aus. Kurz abwarten, dann sind wir wieder aufgeladen von der Ausdauer unten. Ganz schnell wieder hochrennen, verklettern. Ich glaube, das ist der Ausgang. Jo, das ist der Ausgang. Aber wo genau sind wir jetzt? Hier bauen wir auf jeden Fall nochmal so eine Flagge. Soll ich hier sein? Ne? Hier, Signalflagge. Noch ein Höhleneingang. Aber wir wollen ja noch den anderen Weg erkunden. Da waren wir ja noch nicht fertig. Aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.